Schwindel loswerden in nur einer Minute? Geht das? Ja, die Übung, die wir dir jetzt zeigen, kann tatsächlich so schnell wirken. Schwindel kann sehr viele Ursachen haben, zum Beispiel Störungen bei der Blutdruckregulation, Verspannungen im Nacken- oder im Kieferbereich, aber auch zum Beispiel Stress von den Bauchorganen her oder vom Ohr selber, vom Innenohr, weil da sitzt das Gleichgewichtsorgan. Die allerhäufigste Ursache tatsächlich ist aber eine Blockade im Kopfgelenksbereich des sogenannten ersten Halswirbels, des Atlaswirbels. Die Besonderheit des Atlaswirbels ist seine enge Verbindung zum Hirnstamm und damit auch zum sogenannten Vagusnerv, das ist der Eingeweidenerv, und da kann sehr leicht eine Irritation stattfinden. Und eben eine Irritation dieses Nervs kann zu Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen und vielen anderen Symptomen führen. Und mit dieser folgenden Übung wollen wir den Bereich des Atlaswirbels entspannen. Die Übung geht folgendermaßen, dass du dir am besten beidseitig direkt unter dem Ohr, unter dem Ohrläppchen, befindet sich zwischen dem Kiefer und dem hinteren Nackenbereich wie eine kleine Kuhle. Die kannst du dir auf beiden Seiten suchen mit deinem Zeigefinger. Und dann würdest du in kreisförmigen Bewegungen diesen Bereich sanft massieren. Das ist tatsächlich manchmal auch etwas unangenehm, weil du da direkt Kontakt hast zu den Querfortsätzen vom ersten Halswirbel. Da kann man manchmal auch feststellen, dass der Atlaswirbel zu einer Seite verschoben ist. Und das würdest du für 30 Sekunden machen. Wichtig ist auch, ruhig beide Seiten zu entspannen. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass dein Schwindel innerhalb von 30 Sekunden verschwindet. Ergänzend dazu könntest du auch noch im Bereich des Hinterkopfes, da wo quasi ja, der Knochen hinten anfängt, das merkt man, ist richtig wie so eine Leiste, eine Furche, und da kannst du mal mit deinen Fingern, mit deinem Daumen oder mit den Fingern auch leicht massieren. Da befindest du dich auch dann im Bereich der Kopfgelenke und da befinden sich auch sehr häufig Verspannungen. Eine Alternative wäre, den Bereich mit einem Faszienball zu bearbeiten. Probier die Übung einfach mal aus. Wir sind gespannt. Schreib uns doch mal unten einen Kommentar, wie die Übung für dich gewirkt hat. Hat sie funktioniert? Hat sie nicht funktioniert? Was hast du für Empfindungen in deinem Körper dabei gespürt? Und falls du noch mehr Übungen suchst zum Thema Halswirbelsäule, Nacken, Kopfschmerzen, dann schau doch mal auch hier oben in unsere Playlist für die Übungen der Halswirbelsäule. Und falls du Mehrwert aus diesem Video ziehen konntest, dir das Video gefallen hat, du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns, wenn du uns ein Like und ein Abo dalässt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.